Die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht erinnern, dass ich vor einiger Zeit schon sagte, dass sich der Fokus der Märkte früher oder später von der Inflation zur Rezession verschieben wird. Und dieser Prozess ist jetzt voll im Gange, nachdem US-Großbanken unisono gestern gewarnt hatten, oh, da kommt eine Rezession, da kommt eine Rezession, die Aktienmärkte gestern abverkauft. Wir hatten seit der Paul-Rede letzten Mittwoch keinen einzigen positiven Handelstag. Damals ging es ja mit der Paul-Rede nochmal nach oben, weil eben dieser Fokus auf Inflation und Zinsen und Pivot der Fed gelegen hat. Aber jetzt ist das Problem, wenn wir diesen Game-Changer haben, also diese Aktion, oder wie soll man sagen, aus dem Basketball ist das bekannt, wenn hier eine Aktion praktisch dazu führt, dass die ganze Spieldynamik sich ändert, das Momentum sich ändert. Und so sind wir jetzt dabei, dieses Momentum auch an den Aktienmärkten zu ändern, nämlich von diesem Fokus auf Fed, Inflation hinzu, was bedeutet eigentlich eine Rezession und wie hart wird diese Rezession werden. Und das kann dazu führen, dass wir selbst bei niedrigeren Inflationszahlen, selbst bei einer absehbaren Zinspause oder Zinsgipfel der Fed, nicht zwangsläufig dann Rallyes sehen müssen. Das heißt jetzt nicht, dass wir sofort abverkaufen. Wir sind ein bisschen überverkauft im kurzen Rahmen. Aber es ist doch ein maßgeblicher Gegenwind für die Aktienmärkte. Denn es stellt sich die Bewertungsfrage, wenn die Dinge wirklich so schlechte kommen, wie die Anleihenmärkte mit invertierten Zinskurven ja andeuten, dann ist eben der Markt zu teuer und das ist Gegenwind. Und es gibt immer mehr Anzeichen für diese globale Rezession, aber dazu gleich mal mehr. Schauen wir uns zunächst mal die Headlines aus amerikanischen Finanzmedien an. Futures light as recession fears Trump China reopening. China hat ja jetzt einige Schritte, die zwar nicht sehr konsistent sind, aber sei es drum, hat ja einige Öffnungsschritte unternommen. Normalerweise ja ein Positivum für die Märkte. Aber wir haben gesehen, miserable Import- und Exportzahlen aus China, die andeuten, wie schwach es derzeit mit der Konjunktur im Reich der Mitte bestellt ist. Und dann sehen wir hier Wall Street extend losses as recession worries mount, Apple drops. Warum Apple fällt oder gefallen ist, das sehen wir gleich. Dann der CEO von Citigroup, der sagt, wir sind nun in einer Phase von Rolling Company Recessions. Das hat er auf einer Konferenz gesagt. Also die Dinge werden hier immer offensichtlicher und das ist ja das, was uns die Anleihenmärkte schon länger sagen. Die Aktienmärkte brauchen in der Regel ein bisschen länger, um dieser mal, wie sagt man auf Neudeutsch, durchzuholen. Die Anleihenmärkte sind in der Regel etwas klüger, da ist das Smart Money unterwegs. Jetzt gibt es eine Untersuchung der New York Fed, also praktisch von allerhöchster offizieller Stelle. Die zeigen, dass solche stark invertierten Zinskurven jedes Mal eine Finanzkrise voraussagen und man geht in dieser Studie davon aus, dass das auch diesmal passieren wird. Wir haben jetzt eine Invertierung der Zinskurve, die so stark ist wie seit 1981 nicht mehr. Und was ist 1981 passiert? Da stieg die Arbeitslosigkeit dann in den USA auf 10%. Das wäre natürlich ein Riesenschritt von derzeit 3,7% in den USA, auch in anderen Ländern ja relativ niedrige Arbeitslosenquote. Auf 10%, da wäre dann schon ziemlich viel Ungemach am Start. Und dass diese Rezessionssorgen irgendwie ihre Berechtigung haben, das sehen wir nicht nur aus den Daten in China. Wir haben Taiwan-Exporte-Daten, die sehr, sehr schwach waren. Wir sehen, dass ein iPhone-Zulieferer jetzt warnt, dass die iPhone-Nachfrage deutlich nachlassen dürfte. Also Inflation frisst Kaufkraft, das wiederum macht dann Produkte, die durchaus einen stolzen Preis haben, eben für viele unerschwinglich. Dadurch sinkt die Nachfrage, dadurch dürfte dann auch die Inflation sinken, aber es sinkt eben auch die Nachfrage mit der Folge, dass Apple dann eben weniger iPhones verkauft, damit weniger Geld verdient, damit nicht mehr praktisch diese Bewertungen, die ja nach wie vor etwa bei dieser marktschweren Aktie der Fall sind, rechtfertigen kann. Kommen wir nochmal zurück auf die Zinskurven, meine Damen und Herren. Wir sehen interessanterweise, dass die Anleiherenditen weiterfallen. Hier die 10-jährige US-Staatsanleihe heute auch wieder 8,5 Basispunkte runter auf jetzt nur noch 3,45%. Und rechts sehen Sie hier mal die verschiedenen Anleihelaufzeiten in den USA. Etwa die dreimonatige Anleiherendite bei 4,19%, also viel höher, hat in diesem Monat 25 Basispunkte zugelegt. Dann haben wir die 6-monatige, die ist bei 4,52%, hat 13 Basispunkte zugelegt. Und je länger wir jetzt mit den Laufzeiten kommen, etwa die 10-jährige, die bei 3,44%,
76 Basispunkte verloren hat seit einem Monat und die 30-Jährige hat sogar 87 Basispunkte verloren. Die rentiert hier nur bei 3,4%. Also es ist so, dass diese Zinskurven so maßgeblich invertiert sind und sie sind alle invertiert durch die Bank. Bums, alle Laufzeiten und das ist eine klare Sprache, dass man eben davon ausgeht, dass die Konjunktur absaufen wird, weswegen die Fed dann die Zinsen wieder senken wird. Und jetzt ist eben nach alter Lesart Inflation Fed Pivot, ist das eine ganz tolle Nachricht, aber ich hatte öfter schon Grafiken gezeigt, die eben klar machen, dass ein Fed Pivot nicht automatisch eine Rallye heißt, weil die Aktienmärkte dann erstmal durchholen müssen, neudeutsch, dass eben hier die Gewinne und Umsätze schlechter werden, was die Bewertungsfrage stellt und da hilft dann auch die Fed nicht mehr. Jetzt gucken wir uns mal die Geschichte dieser invertierten Zinskurven an. Wann ist diese Zinskurve invertiert und wann entstand dann ein Boden an den Märkten? Da hat es jetzt eine Untersuchung gegeben, da hat man alle Zeiträume mal verglichen, nämlich die Tage, wo die Zinskurve das erste Mal invertierte, bis dann der Boden gefunden wurde. Und wenn jetzt der Boden gefunden worden wäre, den wir am 13. Oktober an der Wall Street ja gebildet hatten, mit einem S&P knapp unter 3.500 Punkten, dann wäre das der kürzeste Zeitraum zwischen Invertierung der Zinskurve und Boden eines Marktes. Der kürzeste Zeitraum war bisher 2020. Als die Zinskurven kurz zuvor invertiert waren, dann die Schockgeschichte kam mit Corona, dann die Notenbanken all in gingen und dann zack, die Dinge sich wieder erledigt hatten. Also normalerweise dauert es durchschnittlich 1 bis 2 Jahre zwischen Invertierung der Zinskurve und dann einem Boden an den Märkten. Vielleicht ist diesmal alles anders, ja. Aber es ist zumindest eine statistische Auffälligkeit, die man berücksichtigen sollte. Wir sehen auch in anderen Märkten dieses Rezessionsgespenst, wenn man so will. Wir sehen hier Crude Oil, das amerikanische Öl, also unter der Marke von 73 Dollar. Wenn Sie fragen, von wem dieser Chart ist, dann würde ich darauf sogar eine Antwort geben, meine Damen und Herren. Und was ist das ganze Problem jetzt, wenn wir wirklich diese scharfe Rezession bekommen oder zumindest eine mittelgroße Rezession, sagen wir mal so. Also eben nicht ein Soft Landing, sondern doch eine veritable Schrumpfung der Wirtschaft. Das Problem sind die Schulden, denn wir haben seit dem Jahr 2008, das sehen wir in dieser Grafik, die Situation, dass die Schulden deutlich schneller wachsen als die Wirtschaft. Und jetzt haben wir diesen Schuldenberg und jetzt haben wir den Anstieg der Zinsen. Dieser Anstieg der Zinsen sorgt mit auch natürlich dafür, dass die Wirtschaft sich abschwächt, die ja zuvor auch etwas heiß gelaufen war. Und dann wird die Tragfähigkeit dieser Schulden, gerade auch etwa der Haushaltsschulden und vor allem Unternehmensschulden. Die Unternehmen haben sich ja vollgesungen mit Schulden. Wenn jetzt das Geschäft schlechter läuft, dann wird eben auch der Schuldendienst schwieriger, weil man schlicht weniger Geld verdient, dadurch weniger in der Lage ist, eben diese Schulden wirklich schultern zu können. Das ist das ganz große Problem, das in dieser Situation ist. Jetzt wieder ein bisschen Pornografie für Bären, meine Damen und Herren. Hier sehen wir Michael Guyatt, der ein sehr respektierter Mann ist, in Analystenkreisen, ein Freidenker könnte man sagen, der sagt also, der S&P 500 hat in diesem Jahr in 59% der Wochen verloren. Es gab nur ein Jahr, wo das noch krasser war, das war das Jahr 1931 und 1931, sagt er, hat der Dezember dann auch schlecht angefangen in den ersten Handelstagen und die Aktienmärkte sind dann 14,5% gefallen. Gut, wie gesagt, muss alles nicht so sein, aber diese historischen Vergleiche finde ich persönlich immer sehr interessant. Und rechts sehen wir da mal einen potenziellen Weg, etwa des S&P 500, der eben in diesem Abwärtstrendkanal bleiben würde, den wir kürzlich ja getestet hatten und alle wurden euphorisch, haben gesagt, boah, Boden ist gefunden, Jahresendrally, mehr FOMO. Jetzt sehen wir, dass hier zumindest eine Möglichkeit darin bestünde, dass wir nochmal tiefere Tiefs machen, also den unteren Kanal, diese untere Trendlinie dieses Abwärtstrendkanals dann wirklich nochmal antesten. Ob es so kommt, weiß ich natürlich nicht, weiß keiner, aber charttechnisch motivierbar wäre das. Zumal, ich hatte diese Grafik von Sven Hendrik heute schon, morgen schon mal gezeigt, wir sehen, solange die Fed
praktisch eine Art Sicherheitsgarantie unter die Märkte gegeben hat mit permanenter Liquiditätszufuhr, war alles schick. Wir haben dann eine kurze Unterbrechung 2018, FED-Bilanzreduzierung, FED-Zinsanhebung. Da sehen wir das erste Nachdenken der Märkte. Dann, booms, ging diese Kurve wieder oder gingen die Kerzen wieder massiv nach oben. Jetzt sehen wir das erste Mal eine dicke, fette, rote Kerze, weil eben der Gegenwind jetzt da ist durch Bilanzreduzierung, durch Zinsanhebung. Und die FED ist also der Markt derzeit, aber wenn jetzt die Rezession kommt, dann wird die FED nicht mehr nur der Markt sein, sondern der Markt wird sich dann auch fokussieren auf Kennzahlen wieder, wird sagen, wie schaut es denn aus mit den Gewinnen und mit den Umsätzen, und dafür ist eigentlich derzeit kaum irgendwie Unsicherheit am Markt. Hier unten sehen wir, oder hier diese rote helle Linie, das ist der VIX, der ja ziemlich niedrig ist nach wie vor im Bereich 22. Wir waren ja kürzlich noch unter der 20er Marke beim VIX. Deutet also nicht geradezu auf Panik, ist eher Complacency, also praktisch noch eine Vertrauensseligkeit. Das wird schon alles werden. Wir sehen jetzt praktisch das erste Nachdenken. Vielleicht haben wir uns das doch anders vorgestellt. Die Anleihemärkte, wie gesagt, sind schon lange auf dem Trichter. Die Aktienmärkte haben tendenziell eben eine längere Leitung. Kommen wir jetzt nochmal zum Thema Inflation. Wir haben ja nächsten Dienstag die wichtigen Inflationsdaten. Wie werden die Märkte reagieren? Hier haben wir mal eine Einschätzung von Liz Saunders, die sagte, dass die Average Hourly Earnings, also die Löhne, eben nochmal zugelegt haben. Dann haben wir diese unklare Komponente, wie schaut es denn aus jetzt mit diesen Geschichten wie Miete, wie Owner's Equivalent Rent. Die Mieten sind gefallen, das wissen wir, aber Owner's Equivalent Rent könnte aufgrund der Verzögerung der Datenerfassung weiter steigen, sodass die Inflationszahl dann möglicherweise gar nicht niedriger ist als von den Märkten erhofft. Jim Bianco hat nochmal zusammengefasst, was die Märkte derzeit am meisten bewegt. CPI Report zu 40%, also Inflationsdaten. Paul Rede 30%, dann haben wir Nick Timiraos, das Mouthpiece der FED, etwa 20%, Arbeitsmarktdaten 9% und alles andere 1%, finde ich eine ganz witzige Einschätzung. Schauen wir mal an, was jetzt in den letzten 4 Handelstagen vor dem heutigen Handelstag passiert ist. Da sehen wir einen Jerome Powell, der vielleicht gar nicht so traurig ist, dass es jetzt runtergeht mit den Aktienmärkten oder zumindest nicht weiter nach oben gegangen ist. Deswegen hat er ja Nick Timiraos nach vorne geschickt, der Bankenindex fast 10% in 4 Tagen, ebenso die Amazon-Aktie und vor allem der Bankenindex, also amerikanische Banken, die stehen in Relation zum S&P 500 so tief wie seit Dezember 2020 nicht mehr. Auch ein Zeichen, dass da möglicherweise was kommen wird, und die Banken, die haben sich ja zwischenzeitlich sehr, sehr gut entwickelt. Und einer hat jetzt das Nachsehen, auch durch diese gestiegenen Zinsen, das ist einer meiner allerbesten Freunde, der Elon Musk. Der ist jetzt laut Forbes nicht mehr der reichste Mann der Welt, weil er eben ein bisschen mehr Geld ausgeben musste für Twitter. Und dafür musste er eigene Aktien verkaufen, und jetzt hat er das Pech, dass die Aktie auch noch fällt. Das ist, wie kann denn das passieren, gell? Dieses Unternehmen, das ja mehr wert ist als die ganze Welt an sich, ne? Weil es gibt ja, wenn Sie in 5 Jahren irgendein Auto sehen, das kein Tesla ist, dann sagen Sie mir bitte Bescheid, das würde mich total wundern. Aber sei es drum, jedenfalls sieht man jetzt, dass Tesla eben in China gezwungen ist, praktisch weitere Incentives zu geben, also praktisch den Verkauf zu subventionieren. Man gibt den Leuten immer mehr Extras und sagt, ja, wir zahlen dir die Versicherung oder hier kriegst du das, hier kriegst du Preisnachlass. Also die Nachfrage kühlt deutlich ab. In Berlin wiederum, also bei der Grünheide Factory, hat man das Problem, dass die Leute nicht recht begeistert sind, die Mitarbeiter nicht recht begeistert sind. Erstens zahlt man 20% weniger als sonst üblich in der deutschen Autoindustrie. Die Leute sind auch von den Anforderungen von Musk nicht begeistert, offenkundig, sei es drum. Also das ist auf jeden Fall auch so ein Indikator dafür, dass sich da etwas geändert hat. Geopolitisch heute mit die Hauptnachricht, dass Putin von einer steigenden Gefahr eines Atomkriegs gesprochen hat. Auch zum Beispiel gesagt hat, dass Polen scharf sei auf Territorien in der Westukraine. Lemberg war ja einst durchaus auch polnisch in der Westukraine. Hier sehen wir nochmal Fighting in Ukraine. Wo sind die meisten Menschen umgekommen bei diesen Kämpfen? Natürlich in der Ostukraine, natürlich im Bereich Donetsk, Luhansk. Aber hier ist das nochmal grafisch illustriert. China derweil baut seine Goldbestände auf, hat das erste Mal jetzt seit langer Zeit wieder mal gemeldet, was man so gekauft hat. Und das ist ziemlich heftig. Man versucht offenkundig
immer mehr Unabhängigkeit vom Dollar zu gewinnen, denn die Chinesen haben ein Problem, sie haben zu wenig Dollars. Das ist eines der wichtigsten Faktoren insgesamt. Und jetzt kommen wir mal zu unserer großartigen EZB, die jetzt sogar ihre Bilanzsumme reduziert. Ja, glaubst du das, dass das möglich ist? Man will ja dann im Dezember bei der Sitzung auch dann Pläne mal vorstellen, wie man also die Bilanzreduzierung in größerem Stil machen wird. Good luck, liebe EZB, das könnte ein ziemlich übles Desaster werden. Immer noch 66% des BIPs der Eurozone, die Fed nur die Hälfte davon. Nur unsere japanischen Freunde, die sind bei 128% praktisch unangefochten. Kasimir, der slowakische Notenbankchef, hat jetzt gesagt, also es gibt keinen Grund, die Zinsen, dass wir da kürzer treten. Ein halbes Prozentpunkt ist ja bei der Sitzung nächste Woche dann praktisch garantiert. Jetzt hat man allerdings das Problem, dass die eigenen Mitarbeiter der EZB ziemlich unzufrieden sind, denn die kriegen zwar eine Gehaltserhöhung, aber diese Gehaltserhöhung ist deutlich unter der Inflation. Ja, und jetzt sind die unzufrieden, gell? Das sind teilweise dieselben, die sich so massiv geirrt haben mit ihren Inflations- und Wirtschaftsprognosen, die letztendlich die Vorarbeit geleistet haben, dass viele EZBler wie Lagarde sich hingestellt haben und gesagt, der Inflation ist transitory und deswegen brauchen wir Zinsen in diesem Jahr 22 überhaupt nicht anheben, das ist kein Problem. Aber jetzt ist eben momentan die Situation ganz günstig, weil die Spreads etwa zwischen deutschen und italienischen Anleihen wieder deutlich nach unten gekommen sind. Also kann man versuchen, jetzt diese Schönwetterperiode auszunutzen oder wird das zu viel sein? Das werden wir dann sehen, wenn wir jetzt mal nach Deutschland kommen. Haben wir vor allem wieder die Energiethematik im Fokus. Hier sehen wir mal, wie viele Unternehmen, nämlich 50%, über 50%, die im Bereich Manufacturing der Fall sind, da sind die großen Margen, da werden die guten Gehälter verdient, etwa in der Autoindustrie, dass über 50% der Unternehmen sagen, dass sie ihre Produktion reduzieren müssen. Das ist vielfach schon passiert, Aluminiumherstellung, Stahlherstellung, teilweise die Hälfte der Produktion schon stillgelegt. Man verkauft dann den Strom, den man sich über Langfristverträge gesichert hat, an andere. Nur so kann man noch überleben, also das schon ein klares Warnsignal. Und Clemens Fuß, der vom IFO-Institut, sagt, naja, wenn man einen neuen Kühlschrank braucht, dann sollte man vielleicht erstmal den alten nicht sofort entsorgen, sondern erstmal gucken, ob der neue auch wirklich geht. Und das ist, wie Fuß sagt, in Deutschland offenkundig seitens des Staates andersherum. Da beschließt man erstmal abzuschalten und denkt dann, dass das neue schon irgendwie funktioniert. Kann man machen, allerdings gibt es jetzt Probleme, die in Baden-Württemberg erstmals zutage treten. Da wurde die Bevölkerung gebeten, ab 14 Uhr mindestens für eine Stunde den Verbrauch deutlich zu reduzieren. Ein Stromengpass sei nämlich der Fall. Gut, dass man da dieses Atomkraftwerk abgeschaltet hat. Jetzt sollen also die Verbraucher die Fehler beim Umbau der deutschen Stromversorgung durch Verbrauchsanpassungen ausgleichen. Das heißt nichts anderes als praktisch eine Energiediät, könnte man sagen. Wir sind wirklich großartig, und das, obwohl jetzt die Hälfte, also überall zwei Drittel in allen Altersgruppen, mindestens zwei Drittel der Befragten sagen, wir sollten in der derzeitigen Situation die Atomkraftwerke nicht abschalten. Und Alexander Stahl sagt, wenn wir die Energiewende nicht bald stoppen, dann wird es unmöglich, den entstehenden ökonomischen Schaden, vor allem für das Gewerbe, in dieser Dekade nochmal zu flicken. Und da ist leider etwas dran. Vielen Leuten ist das nicht klar. Klar, wenn ich Lehrer bin, im öffentlichen Dienst bin, dann denke ich anders, dann fühle ich anders als jemand, der eben in einer Firma arbeitet und jetzt von Arbeitsplatzverlust bedroht ist, weil die Firma sich diese Strom- und Gaskosten nicht mehr leisten kann. Logisch, dass da ein anderes Mindset entsteht. Aber es geht um das große Ganze, denn nur mit Jobs kann der Sozialstaat finanziert werden. Das ist, glaube ich, ein Zusammenhang, der den meisten nicht klar ist. Jetzt sehen wir, dass heute irgendwie auch die Energiepreise wieder steigen an den Großmärkten, etwa Gas 8% gestiegen, auch die Strompreise day ahead, also die Preise für morgen sozusagen, die sind jetzt wieder auf Krisenniveau gestiegen, hängt natürlich auch mit dem gestiegenen Gaspreis zusammen. Da gibt es ja eine gewisse Verknüpfung. Also es geht wieder fröhlich nach oben. Und da ist es doch gut, dass wir natürlich alles abschalten, vor allem die Kernkraft jetzt abschalten heute.
Das bezog sich auf gestern, ist eben Windkraft und vor allem Solar nicht so wirklich leistungsfähig gewesen. Wir sehen hier mal den Strommix am 6.12. Also gestern, da sehen wir Kohle 46,4%, Gas 22,6%, Wind 10,1%, Biomasse 7,5%, Atom 5,9%, Solar nur 0,9%. Die Sonne scheint derzeit nicht sehr viel. Und das ist oder die Konsequenz daraus ist, dass pro erzeugter Kilowattstunde eben extrem viel CO2 in die Luft geblasen wird. Dadurch sind wir eben nach Polen jetzt das Schmutzigste, was praktisch in Europa so rumläuft. Und wer nach meiner Auffassung genau die Dinge auf den Punkt bringt, das Problem ist real, das ist ja überhaupt nicht zu leugnen aus meiner Sicht, aber erstens ist diese Apokalyptik, die derzeit der Fall ist, vielleicht ein bisschen übertrieben und zweitens, und so argumentiert Björn Lomborg mit seinem Buch Klimapanik, wir setzen die Gelder völlig falsch ein. Was wir machen, ist extrem ineffektiv. Der Wirkungsgrad unserer Maßnahmen tendiert gegen Null. Es werden Milliarden bis Billionen ausgegeben für Dinge, die kaum etwas bringen. Man könnte viel effektiver vorgehen, wie zeigt Björn Lomborg in diesem Buch, das ich Ihnen unter dem Video mal verlinken werde, ein Amazon-Link. Das geht dann über eine Seite von Finanzmarktwelt, da verdienen wir ein klein bisschen dran, ein paar Prozentchen. Ich bin jetzt selber kein riesen Amazon-Fan, aber wenn Sie sagen, okay, finde ich okay, dass Finanzmarktwelt da ein paar Cent verdient, dann mache ich das, weil es ist ein Buch, das mich sehr beeindruckt hat, das, glaube ich, die Dinge sehr pragmatisch auf den Punkt bringt, unideologisch auf den Punkt bringt und diese Überspanntheiten so ein bisschen relativiert. Ich glaube, das würde uns allen gut tun, wenn wir da eben so ein bisschen auf dem Teppich mal bleiben. Und abschließend neben dieser Buchempfehlung noch zwei Artikelempfehlungen. US-Banken schalten auf Rezession. Warum? Ich hatte das ja gestern im Marktflüster thematisiert. Jetzt mein Kollege Wolfgang Müller mit einer anderen, ebenso wie ich finde, sehr interessanten Sicht. Also zweite Empfehlung. Und dritte Empfehlung, warum der Gaspreis steigt. Denn wir kriegen jetzt langsam immer mehr Konkurrenz auch aus Asien. Oh, das könnte dann noch hübsch werden, wenn wir dann nächstes Jahr keine Atomkraftwerke mehr haben. Ich bin kein Riesenfan von Atomkraftwerken, aber es ist derzeit wahrscheinlich nicht schlau, sie abzuschalten. Aber sei es drum, drei Empfehlungen, also ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.